2012. Drei Tage bevor die Welt runtergeht, habe ich mir gedacht, mache ich ein Video, ein letztes Video. Trotz dem Weihnachtsstress und trotz die bevorstehende Apokalypse habe ich die Zeit gefunden, ein Video zu machen. Mein Thema wird heute sein: Verstopfung beim Bauchbetons. Ich werde einige Fotos zeigen. Leider habe ich nicht genug Material, Videomaterial da. Ich werde aktuell etwas zeigen, was simpel ist. Dabei ein bisschen was erzählen. Und bei dieser Gelegenheit werde ich dann auch quasi auch ein bisschen hantieren, mit den Tieren zeigen. Es gibt diverse Videos im Netz, auch von großen Namen, an denen man sieht, wie sensibel und wie langsam die an eine Baumbetonier reingehen. Ich werde diverse Charaktere zeigen. Das beste Beispiel ist in der Tat, dass das gleiche Gelege Eier, die nebeneinander stehen, dass die Tiere verschiedene Charaktere haben, ja, verschiedene Temperament. Und ich züchte Reptilien seit 1995. Und ich habe gelernt in diesem ganzen Zeitraum, dass auch in der Inkubation, während der Inkubation entscheidend ist, besonders bei Echsen, wie der Charakter, Temperament, Wachstum, ja, eines Individuums sein wird. Das ist auch in der Inkubation, das wird mitgesteuert während der Inkubationszeit. Scheint bei Schlangen nicht so zu sein, weil in die Fälle, die ich jetzt beobachtet habe, zwei Eier, die direkt nebeneinander platziert sind in eine kleine Box mit identischen Temperaturen, direkt nebeneinander, zwei unterschiedliche Temperament rausgekommen sind, Charaktere rausgekommen sind. Und es war von Anfang an so, also vom Babyalter bis zum Ausgewachsenen, bis zum Adulti-Alter. Und ich denke schon, dass es dann auch eine Vererbung ist und nicht unbedingt nur Inkubation gesteuert ist. Aber wir bleiben erstmal zu unserem Thema. Ich werde, wie gesagt, erstmal anfangen mit Verstopfung. Dazwischen werde ich hier ein paar Bilder zeigen. Und ich denke, dass ich den einen oder den anderen dann damit helfen kann. Hier sieht man ein Tier aus dem Blutunggelege von 2010. Das ist Tier Nummer 13. Dieses Tier ist eine Weibchen und hier, wie gewöhnlich bei vielen Weibchen das so ist, hat es hin und wieder mit Verstopfungen zu kämpfen. Hier sieht man es deutlich. Das Tier hat sich hier letzte Nacht gehäutet, allerdings hat es nicht geschafft, über diese Klumpen die Haut abzuziehen. Ich denke, dass es dann auch ein bisschen mit Schmerzen vorbereitet ist. In so einer Situation kann man auch beobachten, dass die Tiere oft das mal husten oder versuchen zu drucken. Und das ist dann kein Anzeichen an Lungenkrankung oder so, sondern tatsächlich, dass das Tier unter eine mächtige Verstopfung leidet. Die Haut abzuziehen ist quasi einfach. Und jetzt kommen wir auch gleichzeitig zu hantieren. Ja? Ruhige Tiere lassen alles hier mit sich machen. Ich bin überhaupt nicht vorsichtig, ja, also ich gehe ganz normal ran. Ich weiß, dass das Tier eigentlich schläft und ich kenne den Charakter von dem Tier. Und wie man sieht, das Tier reagiert auch gar nicht. Das Tier liegt eigentlich ganz normal da, bezungelt noch nicht mal, bewegt noch nicht mal den Kopf. Und man sieht, dass ich hier einfach die Haut gemütlich, ja, abziehen kann. Ich hatte in einem Video gezeigt, kleinere Tiere, die sogar mitmachen, und ich weiß nicht, man kann das wahrscheinlich hier nicht erkennen, aber das Tier arbeitet mit den Schuppen so, dass ich hier diese ganze Prozedur einfacher beenden kann. Und man kann nämlich hier sehen, dass der mir sozusagen ein bisschen hilft. Jetzt hat man gemerkt, dass der ein bisschen gezuckt hat, und das ist nämlich, was ich meine. Ich vermute, dass der dann da ein bisschen Schmerzen hat. So, nun hat man die Haut wunderbar, wie man sieht, rausgezogen, ja, und ich zeige das Tier nochmal, das Tier hat sich und sein Kopf kein Stück bewegt, ja, so sind ruhige Tiere, das sind Tiere, die in der Regel, ja, auch beim Rausnehmen keine Probleme dann vorbereiten, die bereiten würden. Dieses Tier ist Ei Nummer 13 gewesen. Warum ich das betone, zeige ich euch in das nächste Tier. So, ich hoffe, dass man das jetzt sehen kann, was ich hier mache. Wir haben zu tun mit einer Verstopfung bzw. mit einer mächtigen Urinstein, nehme ich an.
Und die setzt nämlich genau ihr. So, das Tier ist nicht in der Lage zu urinieren und möglicherweise hat das nämlich hier auch Schmerzen. Wenn man hier drückt, dann kann man regelrecht spüren, wie die Urinsteine nämlich hier den Ausgang hier verstopfen. Was man machen kann, ist hier sehr vorsichtig zu drücken, so dass man den Urinstein quasi brecht, die jetzt eher ist. Und wenn man den so ein bisschen gebrochen hat, ja, da kann man versuchen tatsächlich diese Urinstein rauszumassieren, rauszudrücken. Ja. Und wie man sieht, ja, man hat schon viel Schwierigkeit und kämpfen damit. Leider kann ich das von den beiden jetzt nicht zeigen. Jetzt wird die Schlange auch aktiv. Ja, was aber nicht bedeutet, dass ich gefährdet bin, weil, wie gesagt, ich kenne diese Schlange und ich weiß, wie sie reagiert. So, ich drücke das jetzt raus. Und es ist schon heftig, wie hart das Ganze hier ist. Einige versuchen das mit Bart, wobei so eine heftige Urinstein wird man mit einem einfachen Bart nicht rausnehmen können. Wenn dieses Urinstein jetzt raus ist, wird man merken, man sieht, das ist mächtig, ja, wird man merken, dass die Schlange von alleine anfängt zu pinkeln. Das Problem ist, also jetzt hat man den Darm auch frei gemacht, das Problem ist, wenn so eine Verstopfung vorhanden ist, kann es natürlich sein, dass die Schlange beim Häuten, man hat es gesehen, dass dieser Urinstein kleben geblieben ist an dem Darm. Es kann natürlich sein, dass hier bei Häuten dieses Darmstück irgendwo hängen bleibt, an einem Ast, irgendwo in der Dekoration. Und dann zieht die Schlange den ganzen Darm mit raus. Und das kann natürlich hier enden. Fotos werde ich hier hoffentlich zeigen können. Die Fotos, wenn mir Alex aus Pandora bittet uns mir es erlaubt, dann werde ich diese Fotos in diesem Film nämlich beifügen, wie sowas aussehen kann. Vielleicht kommen an der Stelle jetzt auch die Fotos. Ich drehe den Video noch bevor der Band. Jetzt sieht man, ohne dass ich was mache, ich drücke gar nicht, dass die Schlange sich von alleine entleert. Das ist nämlich hier genau das Problem gewesen. Die Schlange konnte sich überhaupt nicht entleeren, weil diese Urinstein. Ja, und jetzt sieht man, ich habe nichts gemacht und die Schlange hat mächtig gepinkelt. Man sieht es, glaube ich, hier sehr gut. Man kann es erkennen. Ja. Und das ist alles. Man kann es versuchen natürlich mit einem Bad. Man kann es versuchen mit der Bewegung. Allerdings so eine mächtige Urinstein wird man nicht rausdrücken können. Man sieht, dass die Schlange jetzt presst. Und während sie die ganze Zeit presst, ja, bleibt nämlich, ja, bleibt sie in ihrer Position. Ja, und das wollte ich nämlich damit zeigen, dass die Schlange einfach einen super Charakter hat, ja, und man sieht, was ich hier mache. Ich quäle die sozusagen, in Anführungsstrichen. Ja, quälen ist das nicht, ich hilft sie, ja, und man sieht, dass die gar nicht reagiert. So, und jetzt kommen nämlich die letzten Stücken, ja, Kacke raus. So. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ja. Ein paar Sekunden später, ein paar Minuten später, sieht man, dass die Schlange quasi sich hier, ja, entleert hat, ja. Man sieht, dass das Stück quasi wesentlich dünner geworden ist. Ja, es kann sein, dass bei so einer Situation auch das Ganze ein bisschen blutet. Einfach mit kaltes Wasser abspülen und so ein Darm regeneriert sich hier relativ schnell. Ja, nur wie gesagt, die Gefahr ist, wenn man das dann lange beobachtet und wenn diese Masse, ich kann es zeigen, ja, das wird ekelig. Aber wie gesagt, muss man gesehen haben. Ja, das ist alles nämlich hier drin gewesen. Ja, und das ist dann hier der Sündenbock, dieser Urinstein da, die das Ganze gesperrt hat, versperrt hat und man sieht, was alles nämlich drinnen gesteckt hat. Ja, und das Ganze verhärtet, wenn man auch Wundertiere zum Beispiel benutzt, gerade mal jetzt in der Winterzeit für die, die selber züchten, so wie ich zum Beispiel, und in einer Garage arbeiten, ja, mit den Futtertieren, dann kann das natürlich hier vorkommen, dass die Tiere, die Futtertiere zu viel, na, sag schon, Haare produziert, entwickelt haben und demzufolge verstopfen dann die Schlange mehr. Ich setze jetzt einen anderen Vorsatz nach vorne, so dass man dann ein bisschen Wandwickel hat. Alles unprofessionell, aber ist ja für uns. Ja, was man jetzt hier sehen kann, ist jetzt das Handling mit dem Tier. Also man sieht, ich gehe so bei, ja, ich fasse den Kopf an, ich kann den Kopf erheben, ja. Also dieses Tier ist Ei Nummer 13 gewesen, ja. Und dieses Tier sieht man, dass der nämlich hier ganz ruhig reagiert, ja. Ich werde es nicht so lassen, ich mache es nachher sauber, nicht, dass ihr jetzt irgendwas Schlimmes denkt. So.
irgendwann im Laufe des Films wird ihr sehen, dass die Schlange sich wahrscheinlich erhoben hat und dann alles hochgezogen hat. Gehen wir ein Stückchen weiter. Hier zeige ich euch ein weiteres Bärchen. Dann kann man es am besten von hier vielleicht sehen. Oder doch von hier. Doch von hier. Man sieht hier zum Beispiel ein Exemplar, hier zwei Exemplare, das ist hier Narcissus und Baby Nummer 13 von Pluto Projekt. Beide Tiere kann ich anfassen, ja, ohne Angst zu haben, gebissen zu werden. Ja, also das Tier reagiert, ich gucke gar nicht hin, ich gucke auf die Kamera drauf. Und wie man sieht, ja, die Tiere, die machen eigentlich so gesehen quasi gar nichts. Die sind in Paarungsstimmung, ja, aber trotzdem kann ich so beigehen, ohne dass ich nämlich Bedenken oder Angst habe. Was ich nicht machen darf, ist, nachdem dein Tier aufgeweckt ist oder nachdem dein Tier nämlich hier reagiert hat und in Essstellung gegangen ist, ja, da sollte man aufpassen, da sollte man ja möglicherweise ja gar nicht mehr beigehen. So. Wenn das Tier nämlich aktiv ist, so wie ihr, ja, man kann es rausholen, man kann es in die Hand nehmen und so, da wird nämlich nichts passieren. Ja, und das Gleiche kann ich hier so weitermachen mit dir diverse andere Tiere. Ich zeige euch ein anderes Exemplar, was nicht von meinen Tieren stammt, sondern eine Farmzug ist, ja, die berühmte Birk-Variante. Ja, ja, dieses Tier genauso, wenn man ihn antickt, ja, man sieht, dass der nämlich hier kommt. Allerdings ist dieses Tier schon ein bisschen aggressiver, ja. So, und jetzt sollte man langsam aufpassen. Nachdem das Tier in eine bestimmte Position gekommen ist und aufgeweckt ist, so wie jetzt zum Beispiel, ja, jetzt flucht er, das ist hier typisch wieder. Jetzt flieht er. Nachdem das Tier nämlich in eine Essstellung positioniert ist, nachdem man das aufgeweckt hat und so, da sollte man vorsichtig sein. Also da soll man nicht nochmal hier beigehen. Ansonsten diverse Arbeiten, wie zum Beispiel das Wechseln von Wasser und so weiter, dürfte sich hier nicht als Problem hier erweisen. Man sieht, das Tier ist nämlich hier unten. Ja. Ja, und jetzt geht er in diese berühmte Stellung, die ich gerade gesagt habe. Ja. Und ab jetzt sollte man aufpassen. Also das heißt, ich würde mir jetzt nicht nochmal trauen, beizugehen. Ja. Um das Tier quasi anzufassen. Man sieht, der hat sich nämlich hier vorbereitet. Was man jetzt machen könnte, ist in der Tat, ja, man nimmt so ein bisschen Zeitung vielleicht, wenn man jetzt hier daran arbeiten würde, ja, oder wollen würde. Also man sieht, dass der sich nämlich vorbereitet für einen Schlag, ja, und man kann nämlich hier da vorne decken, ja, und man könnte dann quasi das Wasser wechseln mit einer anderen Hand, ja. Ansonsten in der Regel ist das halt so, dass die Tiere, jetzt hat er sich wieder beruhigt, ja, obwohl der faucht, jetzt hat er sich wieder beruhigt, man kann also das Tier anfassen und man sieht, der streikt, ja, aber der beißt noch nicht. Also man muss es lesen können. Wenn man jetzt von unten gehen würde, wenn man von unten beigehen würde, würde der definitiv angreifen. Wenn man von oben beigehen würde, würde der nur einfach ditchen, nur einfach wieder streiten. Ja. So, hier sieht man nämlich ein anderes Exemplar. Ja, auch ganz cool, während ich nämlich demonstriert habe, wie man das bei den anderen macht, der kommt schon an. So, in diesem Moment, ja, würde man jetzt hier erstmal die Zeillade hier wegnehmen. In diesem Moment würde man jetzt hier denken, ja, okay, jetzt würde ich mich auch nicht trauen, beizugehen. Es ist falsch, ja. Natürlich erwartet das Tier nämlich, dass irgendwas passiert, meinetwegen Fütterungstechnisch oder so, ja. Allerdings ist es nämlich hier genau das Gleiche, wenn man hier mit deiner, wenn man jetzt beigehen würde, würde der höchstwahrscheinlich attackieren, würde der beigehen. Also man muss definitiv wissen, wie man es macht. Man darf nicht lange handieren, ja. In diesem Fall würde ich auch definitiv ein Stück Zeitungspapier nehmen. Ja, der positioniert schon richtig. Und wenn man das Tier dann ein paar Mal angeditscht hat, oben am Kopf, ja, dann weiß es, es gibt nichts. Ja, und jetzt kann man hier beigehen, ohne dass da irgendwie gefährlich werden kann. Man sieht, ja, obwohl der nämlich angekommen ist, ja, den man quasi rausnehmen kann. Und wenn man den einmal draußen hat, ja, dann war es das eigentlich auch schon. Ja, das ist so die Exemplare mit dem mittelmäßigen Charakter. Dieses Tier gehört übrigens, oder ist ein Nachzug von Pandora Alex, Pandora Pythons, ja, eines der schönsten Exemplare aus der Gehege 2011. Gehört natürlich mir. Ja, und so entstanden dann diverse Gerüchte, ja, jeder kennt sie. Ich demonstriere ein anderes Tier, kein Baumpython, ja, eine Corallus batesi, ja. Man hat es gehört, ja, man hat es gelesen, ja, die sind super aggressiv und ja, man kann mit ihnen gar nicht handeln, mit Baumbetons kann man handeln, mit diesen Tieren kann man die überhaupt nicht handeln.
Ja, und wie man sieht, ja, auch mit solchen Tieren kann man nämlich hier anfassen, so im Kopf. Ja, ihr seht, ich mache das und es passiert nichts. Ja, also das Tier ist hier ruhig. Ja, also liegt das an dem Charakter und nicht an den Art selbst. Ja, man hat gesehen, also Handieren mit den Tieren, die es einer erlauben, ist hier gar nicht mehr so schwer. Man muss hier bestimmte Techniken hier beherrschen, wissen und dann geht das nämlich hier auch unkompliziert. So, bestimmte Tiere allerdings, ja, kann man überhaupt nicht anfassen. Ja, also ich habe erwähnt, Nummer 13 ist das, was ich hier gerade mit der Verstopfung behandelt habe. Ja, und Nummer 14 ist direkt das Ei daneben an. Ja, und jetzt gehen wir zu Nummer 14. Und ihr werdet nämlich den Unterschied sehen. Wären also Tier Nummer 13 direkt um drüber immer noch so steht, ja, und man den immer noch anfassen kann, ohne dass der jetzt irgendwie sauer ist, auch nach so einer Behandlung, ja, oder halt beißen will, ja. So, das ist nämlich hier ein weibliches Tier, wie ich schon sagte, ja. Nummer 13, ja, aus derselben Gelege ein weiteres weibliches Tier, Tier Nummer 14, ja. Thema Nummer 14 ist nämlich hier, geht nach ihrer Mutter, ja. Die Mutter ist hier auch extrem aggressiv, allerdings bei weitem nicht so aggressiv wie dieses hier Tier hier. Also ein Ei direkt daneben, ja. Gleiche Eltern, gleiche Inkubationsbedingungen, alles gleich. Natürlich kann man das Tier anfassen, ja, Hand drauflegen, ja, und diverse Dinge machen. Theoretisch könnte ich das Tier jetzt schon rausnehmen. Also wenn ich jetzt einmal hier packen würde, hier ist der Kopf, könnte ich das nämlich rausbringen. Sogar so ein sauaggressives Tier wäre jetzt in der Lage, es nämlich hier einfach nur rauszuziehen. Also, das ist die einfachste Methode, auch einen Baumbeton quasi zu entfernen, hier anzufassen und rauszuziehen. Hier kann man es nämlich hier sehen, ja, der Kopf ist direkt dann hier, wo meine kleine Finger ist. Jetzt ist das Tier wach. So, würde ich jetzt meine Hand wegziehen, habe ich keine Chance mehr in dieses Terrarium reinzugreifen. Und das sind jetzt die unterschiedlichen Charaktere. Wenn nämlich hier ich ein Tier geärgert habe und immer wieder beigehen kann, ja, mit einem ruhiges Temperament oder einem mittelmäßiges Temperament, werde ich bei dieses Tier nicht mehr in der Lage sein, ja, in das Terrarium reinzugreifen. Der wird jetzt gleich anfangen zu fauchen, nachdem der richtig wach ist. Ja, jetzt hat er mich hier wahrgenommen. Und wenn ich jetzt probieren würde, mit meiner Hand hier reinzugehen, würde er versuchen zu attackieren. Zack. So, der guckt, ohne zu gucken, geht erstmal bei und der wird das jetzt. Ja, man hört das ganz gut. Jetzt wird er seinen Kopf nämlich platt machen. Ja, und er wird auch tausendmal gegen die Scheibe knallen. Wir werden die Scheibe gleich verdecken, weil ich das Tier dann auch ungern verletzen will. Und das macht sie immer wieder. Hier sieht man, das sind mehrere Attacken. Sobald ich mich ein bisschen nur bewegt habe vor die Kamera, sobald ich mir meine Position geändert habe, ja, sieht man, dass der dann immer wieder angreift. Dazu muss man sagen, ja, die Kopfhaltung ist hochinteressant. Ja, der macht nämlich den Kopf extrem breit. Kann man leider durch die schlechten Lichtverhältnisse jetzt nicht gut erkennen. Ja, das machen aber Biaks. Ja, das Tier ist ein Biak-Outcross. Mit die eine Cyclops, also die schlimmste Genen überhaupt, die man haben kann für eine Aggressivität. Aber wie gesagt, die Geschwistertiere sind keinesfalls aggressiv. Dieses Tier, ein Ei direkt daneben, hat einen ganz anderen Charakter. Ja, der kann jetzt halbe Tag dauern, bis das Tier sich wieder beruhigt hat. Ja, auch bei der kleinsten Bewegung vor Sterano würde es immer wieder gegen die Scheibe knallen. Und das meinte ich. Also wenn man das Tier dann in so eine Position sieht, ja, das wäre nämlich fataler Fehler, jetzt irgendwie irgendwas Großartiges vor das Terrain zu machen. Ich brauche mich wirklich minimal bewegen. Ihr habt gesehen, ich habe nur die Kamera rausgenommen, ja, und schon hat das Tier nämlich attackiert. Das Fauchen, denke ich mal, hat man auch schon gehört, ja. Und da sind nämlich die verschiedenen Charaktere. So, hier hat man keine Chance weiter, hier hat man keine Chance weiter irgendwas zu unternehmen. Wenn ich das Tier unbedingt jetzt hier rausnehmen würde, würde ich auch, wenn es notwendig wäre, mit einem Handschuh machen. Ja, vielleicht kann ich das demonstrieren. Wichtig ist, dass man keine Angst, ja, von den Tieren nämlich hat. Man sieht, also der macht immer wieder Attacken. Ja, es wird beißen und es wird nämlich auch schlingen. Ja. Er wird auf Bewegung reagieren, der reagiert jetzt kaum noch auf Wärme, sondern auf Bewegung. Aber man sieht nämlich, wenn man beigeht und wenn man langsam beigeht, ja, dann der beißt nicht, sondern der macht nur so halt, ja, so eine Attacke sozusagen. Aber die bleibt meistens hier trocken. Und hier, das muss man dann auch wissen. Also die, ja, die beißen dann quasi
Definitiv da, wo es nämlich hier warm ist und die beißen nicht hier wahllos irgendwo drauf. Man kann schon den Pullover erwischen und so weiter, aber wie gesagt, mit so einem Handschuh passiert dann in der Regel auch nichts Schlimmes. Es ist wichtig, dass das Tier nicht in der Länge ist, ja, vom Gesicht oder beziehungsweise von Arm, ja, weil dann würde der nämlich hier das Ganze erwischen, ja. Aber man sieht, er geht nämlich von dem Handschuh weg, und wenn man dann den Kopf anditscht und nach unten drückt, ja, dass der nicht unbedingt hier beißen will. Also man muss mit den Tieren arbeiten können, ja. Viele drehen durch, aber wie gesagt, das ist dann meistens übertrieben. Ich genieße Tiere, die so sind, genieße ich wirklich lieber, habe ich lieber, weil die weniger Probleme mit Futterung machen als Tiere, die dann scheu sind und sich verstecken. So, wie gesagt, Tier Nummer 13 als Vergleich wieder, ja, kann ich wieder so beigehen. Tier Nummer 11, schon sind wir wieder zu Hilfe. Ja, das andere der Ladung, Geschwistertier, ja, kann man auch so beigehen. Vor ihm hat man das angefasst, kann man jetzt wieder anfassen. Ja, Narkissus hat man vor ihm angefasst, der war in Bewegung, jetzt hat er sich wieder da positioniert, der kommt, ja. Man sieht, die Tiere, die machen so gesehen gar nichts. Gehen wir nämlich zu einem anderes Tier, gehen wir zu Gladia. Gladia war ein ruhiges Tier. Extrem ruhiges Tier, muss ich dazu sagen. Allerdings nach einer erfolgreichen Verpaarung, ja, höchstwahrscheinlich hormonell gesteuert, ja, ist ein bisschen aggressiver geworden. Zwar kann ich bei Gladia so beigehen, aber man sieht, die reagiert schon ganz anders. Also die bewegt den Kopf, ja, die fängt an zu züngeln. Früher war das ein Tier, an den ich hier blind reingegangen bin. Ein Tier, an den ich hier bedenkenlos auch angefasst habe. Mittlerweile ist das halt so, sobald man das Tier so ein bisschen stört, fängt die an zu fauchen. Ja, also die ist definitiv anders. Man sieht, die kommt schon langsam an und ich vertraue sie nicht mehr so. Also dieses Tier, nachdem ich es einmal aufgeweckt habe, so richtig, nachdem ich ein bisschen aggressiver meinetwegen beigehe und wieder in der Ladung setze, würde ich nicht nochmal mit der Hand reingehen. Ja, ansonsten, so wie sie jetzt liegt, möchte ich einmal demonstrieren, wie man sie am besten rausholen kann. Jetzt faucht sie. Ja, also wie gesagt, durchaus möglich auch, dass die beißt. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich bin mir 99% sicher, dass die beißen würde. Genauso wie ich die jetzt geschnappt habe, einmal so, und dann kann man sie eigentlich auch von Ast entfernen. Ja, das ist nämlich hier einfach so. Jetzt würde ich zum Beispiel nicht unbedingt mehr beigehen, weil jetzt ist die definitiv wach geworden. Man sieht, die reagiert schon ganz anders. Also alle Bewegungen, die jetzt hier vorne stattfinden, wenn sie mich wahrnimmt, ja, wird schon gefährlich, weil da wird sie schon nämlich ankommen, so wie jetzt. Das wäre jetzt ein fataler Fehler, nochmal beizugehen. Man kann es versuchen von unten zum Beispiel, ja, aber wie gesagt, sehr vorsichtig. Auf jeden Fall musste man die ganze Situation jetzt vorsichtig behandeln. In der Regel, wie gesagt, gestalten sie keine Probleme mit Handieren, mit Baumpitons. Man sieht verschiedene Charaktere hier und ihr seht, dass es geht. Hier hat man die Cyclops-Mutter. Ups. Hier hat man die Cyclops-Mutter, die ist trächtig. Generell ein super aggressives Tier, ja, nichtsdestotrotz, Aggressivität habe ich es immer geschafft, leicht die Eier zu entnehmen, komischerweise. Und wie gesagt, also die will ich jetzt nicht unbedingt stören, die ist auch in der Häutung, bevor sie Eier ablegt. Hier unten hat man eine Merocke. Fürs Merocke gilt das Gleiche, ups, für das Merocke-Tier gilt genau das Gleiche. Im Moment leidet das auch an einer Verstopfung, wie ich jetzt gerade sehe. Ja, man sieht, im Moment leidet das auch an einer Verstopfung, Weibchen. Bleiben wir zu den Verstopfungen ein bisschen. Wie gesagt, ich habe das vorhin abgeschnitten, das Thema Futtertiere. Ja, viele, die Futtertiere von draußen beziehen, gerade Futtertiere, die gezüchtet wurden am Winter in ein bisschen kältere Regionen, die Futtertiere, die haben Fell eingesetzt. Ja, diese Futtertiere sind ja schlechter zu verdauen, nicht genauso gut zu verdauen, aber diese Haare, die bilden Klumpen. Die können sich dann quasi, die können so eine Verstopfung auch verursachen. Jetzt wäre überlegungswert, ob man vielleicht doch nicht mit Mäuse füttert oder filzigste Mäuse und die Ratten in größere, die etwas größere Größe, so ab 120, 150 hier Gramm, dass man die vielleicht weglässt und tatsächlich bei zwei, drei Mäuse bleibt. Ich bevorzuge immer noch Ratten, ja. Und wie gesagt, meine Ratten sind definitiv auch in die Kälte gezüchtet und ich beobachte dieses Phänomen. Man sieht es jetzt auch in das Weibchen. Gladia hat auch eine Verstopfung gehabt und hier das Nummer 13 hat auch eine Verstopfung gehabt, die ich jetzt gerade behandelt habe. Ich beobachte das meistens Winter und es ist in der Tat so, wenn ich eigene Futtertiere verfuttert habe, die dann mehr Fell gesetzt haben. Ansonsten leiden meine weiblichen Tiere
nicht unter Verstopfung, und die Koten spätestens, wenn eine Haut, wenn sie mit der Häutung durch sind.